Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu Kabarett und Kleinkunst. Ich habe auch heute wieder das Vergnügen, junge Kolleginnen und Kollegen als Gäste begrüßen zu dürfen, die Ihnen als Zuschauer noch nicht ganz so vertraut sein durften. Was es inzwischen vertraut ist, das ist die Dauerkrise im Schulden- und Finanzbereich. Und da fassen wir die Lage mal kurz zusammen. Wie sieht's aus in Deutschland, meine Damen und Herren? In den letzten Jahren sind die Reallöhne der mittleren und unteren Einkommen um 15% gesunken. 1 Million Deutsche arbeiten inzwischen bei Leiharbeitsfirmen. Das heißt, die machen einen ganz normalen Job, bekommen nur 70% des Gehaltes, das ihnen eigentlich zustehen würde. 1,4 Millionen arbeiten als Aufstocker. Falls Sie nicht wissen, was das ist, Aufstocker sind Menschen, die haben eine volle Stelle, verdienen aber so wenig Geld, dass es nicht mal für Hartz IV reicht. Das sind die berühmten 4-Euro-Jobs. Kann man ja im Kopf überschlagen, was dabei rumkommt. Nicht? Und die Differenz zwischen dem Gehalt für die volle Stelle und dem Hartz-IV-Satz kriegen die dann vom Arbeitsamt aufgestockt. Eigentlich müsste man sie Aufgestockte nennen. Wir haben also Arbeiter, Leiharbeiter und von der Leiharbeiter. Dann haben wir noch 6 Millionen Menschen, die arbeiten auch voll und verdienen nicht mal 10.000 Euro brutto im Jahr. Das heißt, die arbeiten für unter 900 Euro brutto im Monat. Davon zahlen sie dann noch Sozialversicherungsbeiträge, 20% Krankenversicherung, Rente, Pflegen und Arbeitslosenversicherung. Die Leute sind 6 Millionen. Das heißt, inzwischen sind fast 20% der erwachsenen Bevölkerung im Niedriglohnsektor tätig. Die haben keine Perspektive, dass es besser wird. Im Gegenteil, man hat ihnen jetzt Aussicht auf Altersarmut gemacht. Gleichzeitig bröselt unser schöner Aufschwung, der ja wieder mal so lang war wie unser Sommer, vor sich hin. Die OECD hat gerade letzte Woche gesagt, Ende des Jahres wird in Deutschland schon wieder die Wirtschaft schrumpfen. Und das alles fasst dann meine Kanzlerin in der Haushaltsdebatte diese Woche zusammen mit dem Satz, Deutschland geht es gut und das ist ein Grund zur Freude. Ja dann. Die Kanzlerin ist nicht länger gewillt, sich durch Bezüge zur Realität stören zu lassen. Und es kommt immer öfter auch zu verbalen Entgleisungen der ganz schlimmen Art. Der vorläufige Höhepunkt für mich war ein Besuch in den USA vor den Sommerferien. Da war sie bei Obama, hat diese Ehrenmedaille bekommen. Da gab es eine kleine improvisierte Pressekonferenz offenbar vor dem Weißen Haus. Also improvisiert muss deshalb, weil sie hat frei gesprochen. Sie hat es immerhin nicht auf Englisch versucht, das ist schon mal anzurechnen. Aber man sollte doch mal drüber nachdenken, ob man sowas einfach dann doch auch live im Radio senden darf. Denn ich höre zum Beispiel Radio auch gerne mal im Auto. Und es ist schon ziemlich verkehrsgefährdend, wie Sie gleich sehen werden. Ich fahre also friedlich vor mich hin auf der Autobahn und höre aus dem Radio die Stimme meiner Kanzlerin. Alles wörtlich. Lieber Barack. Da muss ich das Steuer schon sehr festhalten, meine Damen und Herren. Sie sind sehr vertraut miteinander. Sie nennt ihn Baracke, er nennt sie Schabracke, schätze ich mal, das ist. Ne? Lieber Barack, ich danke dir für die vertrauensvollen und intensiven Gespräche. Das ist noch normales Diplomatendeutsch für, wir haben uns mal richtig die Meinung gegeigt und konnten uns auf nichts einigen. Soweit noch normal. Also nochmal. Ich danke dir für die vertrauensvollen und intensiven Gespräche. Das war ein sehr intensiver und vertrauensvoller Austausch. Da merkte man schon, sie hatte eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen als diesen einen Satz. Und dann brach es aus der Kanzlerin hervor. Da sagt diese Frau wörtlich, und auch wenn wir beide anders aussehen als unsere Vorgänger, da kam die Leitplanke bedenklich nah, meine Damen und Herren. Aus welchem Fundus nimmt man so einen Satz? Jetzt sieht die Merkel ja dem Kohl noch ähnlicher als der Obama dem Bush, aber. Auch wenn wir anders aussehen als unsere Vorgänger, haben wir doch eine Menge zu besprechen. Da hätte Obama eigentlich nur noch sagen können, ja, nee, ist klar. Und Sie wundern sich, wenn der amerikanische Präsident bei seiner nächsten Europareise einen Bogen um Deutschland macht. Das schaffen Sie nur einmal im Jahr, sich bei so einer Pressekonferenz ernst zu halten. Das ist sonst eine Überforderung. Aber der Merkel ist halt ja alles längst egal. Sehen Sie, wer im Herbst der Entscheidungen
mit großer Geste die deutschen Kraftwerke zu den sichersten der Welt erklärt und die Laufzeiten verlängert, also den Ausstieg aus dem Ausstieg verkündet, um dann 6 Monate später wegen eines Erdbebens am anderen Ende der Welt den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg zu verkünden. Der weiß, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert und regiere natürlich auch. Angela Merkel hat einen unschätzbaren Vorteil. Sie hat überhaupt keine politischen Überzeugungen. Also sie hat nichts, wo sie wirklich mit steht und fällt, wie man so schön sagt. Der berühmte luthersche Satz, hier stehe ich und kann nicht anders, der ist der Merkel völlig fremd. Die hält es mehr mit Kohl. Hier sitze ich und ihr könnt mich mal. Glaubt irgendjemand ernsthaft hier, dass die Physikerin Angela Merkel nach dem Erdbeben in Fukushima noch mal neu über die Sicherheit der Kraftwerke nachgedacht hat? Wie soll ich mir das denn bitte vorstellen? Die Frau holt ihre Physikbücher noch mal aus dem Schrank und schlägt noch mal nach. Flugzeuge, Kernkraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Flugzeuge können auf Kraftwerke abstürzen. Ey, das Argument ist seit 30 Jahren bekannt. Das soll dir jetzt aufgefallen sein? Ach, kommen Sie. Weil am anderen Ende der Welt ein Erdbeben passiert, müssen bei uns 8 der bislang sichersten Kernkraftwerke der Welt von einem auf einen Tag stillgelegt werden. Ja, sicher. Das Allerschönste ist, es besteht nur die Gefahr, dass die Flugzeuge auf die stillgelegten abstürzen. Die bis 21 weiterlaufen, da ist überhaupt keine Gefahr. Das ist das Allerschönste an der ganzen. Nein, die Merkel hat keine Angst vor einer Kernschmelze in deutschen Kraftwerken. Die Merkel hat Angst vor einer Kernschmelze in der Wahlurne. Wenn im konservativsten Bundesland in Baden-Württemberg die konservativsten Wähler in Scharen zu den Grünen überlaufen, wenn in Bremen trotz griechenähnlichem Schuldendesaster Rot-Grün noch zulegen kann und wenn die FDP trotz Endlagerung von Westerwelle nicht gerettet werden kann, dann weiß unsere Grötatz, also die größte Taktikerin aller Zeiten, dann weiß sie, was die Stunde geschlagen hat. Es ist mal wieder an der Zeit, die Fäden zu wechseln. Und genauso wie sie sich von der Wehrpflicht verabschiedet hat oder von der Kopfpauschale, hat sie jetzt die Kernenergie beerdigt. Die Merkel kennt nur eine einzige echte politische Überzeugung. Und das ist die, dass sie auch nach der nächsten Wahl gerne noch Kanzlerin wäre. Mit welchem Koalitionspartner, mit welchem Programm, ist der Merkel völlig egal. Ich bitte Sie. Jetzt ist sie für 1 Euro, wenn die Mehrheit demnächst für die D-Mark ist, sagt sie, ja, okay. Vielleicht stehen auf einmal alle auf Eurobonds, sagt die Merkel, prima, auch gut. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Frau noch ein altes FDJ-Hemdchen im Schrank hängen hätte für alle Fälle. Die Frau ist komplett rückgratlos. Das hat den Vorteil, sie ist extrem flexibel. Die könnte jederzeit in der Varieté als Kontorsionistin auftreten. Kennen Sie diese Schlangenmenschen, ne? Die kann sich so verbiegen, die kann sich selber am Arsch lecken, meine Damen und Herren. Angela Merkel hat die SPD in der Großen Koalition ausgelutscht und abserviert. Sie hat die FDP pulverisiert und jetzt freut sie sich schon auf die Grünen. Und ich freue mich auf meinen ersten Gast. Philipp Schari heißt er und sein Drang zu ungehemmten Wortspielen hat ihm als Kind, wie er selber sagt, vor allem blaue Flecke eingebracht. Seit er aber diese Wortspiele in elegante Gedichte verpackt, erntet er Ruhm und Ehre. Er ist einer der herausragenden Akteure der spannenden Poetry-Slam-Szene und sein aktuelles Programm heißt Der Klügere gibt Nachhilfe. Begrüßen Sie den deutschen Meister von 2009 im Poetry-Slam, Philipp Schari! Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, ich bin als Bühnenpoet halt auch viel unterwegs, das denkt ihr euch wahrscheinlich. Und jetzt bin ich bei meinem letzten Berlin-Aufenthalt mal losgegangen, wollte mir was zu lesen holen für die Weiterfahrt und bin in einen Kiosk rein und was ich da gesehen habe, hat mich so entsetzt, dass ich es direkt in ein kleines Gedicht aufarbeiten musste. Ja, Traumabewältigung sozusagen, das habe ich euch mitgebracht. So, jeder Ochs und jede Kuh kennt SPD und CDU. Ja? Allein, es bleibt in diesen Zeiten offen, wie die Parteien sich zu unterscheiden hoffen. Darum schwächen CDUler in Berlin jetzt Nebenbuhler und verkaufen kurzerhand Parteiprogramm am Zeitungsstand.
Echt? Parteiprogramm als Zeitschrift. Ja. Die Wählerin, sie zückt den Bleistift. Wen sie wählt, ist lange klar. Dank Frauenzeitschrift Angela. Die FDP, die dies gehört, die setzt sogleich aufs junge Pferd und zeigt den Onkel Guido trendy als Pony in der Westerwendi. Die SPD kriegt, weil zu klamm, kein eigenes Programm zusammen, kommt mit der Linken ins Geschäft und druckt das Yps, Ilantieheft. Als Gimmick, das empfahl der Lektor, der super Wahlbetrugsdetektor. Yeah, man sieht das Volk vor Freude turnen, denn es muss nicht mehr mit Urnen und Plakatgedöns sich quälen, schließlich gibt's die schöner wählen. So. Ja, aber wer weiß, was nach der Zeitschrift prompt an Merchandise als nächstes kommt. Parteiprogramm als Daily Soap? Auf DVD im Teleshop? Oder hörst und siehst du sie als Messe? Als Politurgie? Als Rettung derer, die da siechen? Merkels Briefe an die Griechen. Ja, und draußen am Eingang verweilend, na sowas, stehen Heftchen verteilend die Zeugen Seehofers. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Ich finde, es ist jetzt auch genug gelacht für heute. Wir werden ernst. Ich gehe an den Flügel, da vergeht euch das Lachen sowieso bald. Ja, doch ernst gemeint, ich möchte ernst werden. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die Gesellschaft, um unseren Zustand, weil ne, die Menschen werden irgendwie immer rücksichtsloser. Treulosigkeit macht sich breit, irgendwie so eine Ellbogenmentalität. Also offenbar hat die Politik doch Vorbildfunktion. Da möchte ich kurz einhaken, weil das finde ich schlimm. Wir haben ja Krise. Ja, wir haben Krise, eigentlich sollten wir doch ein bisschen netter zueinander sein, ein bisschen besser aufeinander aufpassen und deswegen jetzt hier ganz ernst gemeint ein Appell dafür, in schweren Zeiten etwas mehr füreinander da zu sein. So. Jetzt habe ich euch runtergezogen. Ist auch gut so. Sie hat dich umsorgt, war immer für dich da, hat dir stets geborgt, auch wenn's mal schwierig war. Für dich war das letztendlich selbstverständlich, doch wie zeigst du dich erkenntlich? Kaum steckt sie in der Klemme und es geht ihr schlecht, hast du eigene Probleme, sagst, geschieht ihr recht. Was ist mit all den Werten, die du ihr allein verdankst? Frag nicht, was sie für dich tut, nein, was du für sie tun kannst. Steh zu deiner Bank, komm und pfeif auf den Mercedes, hol das Sparschwein aus dem Schrank. Wart nicht ab, bis es zu spät ist und die Pleite droht, unsere Banken leiden nur. Da dürft ihr jetzt gerne irgendwie die Feuerzeuge rausholen. Ah, nee, ist ja Zelt, ist gar nicht erlaubt. Entschuldigung, ihr müsst das Feuer schon im Herzen haben. An jedem Bankomat ketten sich Finanzagenten. Bitte hebt nichts ab, steht auf ihren Transparenten. Die letzte Bank, die ihnen bleibt den ganzen Tag lang, ist eine Parkbank. Hast du mal ein paar Tausend für einen guten Zweck? Mein Monatslohn ist längst für Koks und Nutten weg und fürs Büro aus Mahagoni, das mich ins Verderben stürzt. Reichen Boni, ja schon Sony, und jetzt werden die auch noch gekürzt. Und darum steh zu deiner Bank. Sie hat keine böse Absicht, sie ist einfach psychisch krank. Sie braucht Hilfe, sonst gerät sie in die Kriminalität. Unsere Banken werden, oh ja, sie werden, unsere Banken werden bad. Die Börse ist ein Sportverein für Leute mit Cross-Borderline. Die hocken jetzt beim Kassenarzt. Herr Doktor, meine Blase platzt, wir stehen im Tunnel nicht allein. Am Ende ist ein Lichtenstein, gleich ob wir bankrott gehen. Die KfW zahlt trotzdem, lass den Cashflow fließen, bitte spar nicht schwarz. Ein Hedgefonds macht in Krisen auch verstaatlicht Spaß, weil doch die Bank dem Volk gehört, wenn sie der Fiskus frisst.
wenn das nicht wahrer Sozialismus ist. Und dann jetzt alle hier zusammen, ja, im Saal. Mit vereinter Kraft zeigt mir eure roten Seelen, ja. Komm und steh zu deiner Bank. Ich hör nix. Ob du reich bist wie ein Scheich, ob du Hartz IV bist oder blank. Komm und steh zu deiner Bank. Ah, was besser. Gib den Fonds noch eine Chance, sonst kommt schon bald der Untergang. Also pack mit an und Ackermann, die Pleite droht, unsere Banken leiden. Oh, wie sie leiden, unsere Banken leiden. Leiden ist kein Ausdruck, unsere Banken leiden. Das grenzt ja schon an Folter. Unsere Banken leiden. Nee, echt, jetzt hab mal Mitleid. Unsere Banken leiden. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Philipp Schary, demnächst auch auf Ihrer Kleinkunstbühne. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, es ist Wahl und keiner geht hin. Was wäre dann? Ja, nix. Alles wie immer. Sehen Sie, die Wahlbeteiligung bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ist wieder mal dramatisch gesunken. Und das, obwohl in Bremen diesmal sogar die 16- und 17-Jährigen mitwählen mussten. Es ist schon ein Phänomen. Überall auf der Welt kämpfen die Menschen verzweifelt dafür, in freien Wahlen über ihr eigenes Schicksal entscheiden zu dürfen. Und da, wo man wählen gehen darf, sagen die meisten inzwischen, ach nö. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass es ein Unterschied ist, ob man zur Wahl gehen darf oder ob man eine Wahl hat. Die Bremer zum Beispiel, die haben einfach aufgegeben. Da regiert seit 65 Jahren die SPD. Daran ist offenbar nichts zu ändern. Da erblassen selbst erprobte Dauerregenten wie Gaddafi und die CSU. 65 Jahre. Und diesmal kann die SPD sich sogar aussuchen, mit wem sie eine Koalition macht. Die haben sowohl mit der CDU, als auch mit den Grünen, als auch mit der Linkspartei. Da hätten die jeweils eine eigene Mehrheit in Bremen. Und außer mit der Linkspartei hat die SPD in Bremen in den 65 Jahren auch schon mit allen mal eine Koalition gemacht. Die Bremer hatten schon eine große Koalition, die hatten schon Rot-Grün, die hatten sogar schon mal eine Ampel. Das haben die Bremer alles hinter sich. Und die haben gelernt, es ist egal, mit wem die SPD regiert, es ändert sich sowieso nichts. Ja, daraus haben die Konsequenzen gezogen, oder? Es ändert sich nichts. Und die SPD hat gelernt, wie Angela Merkel, wenn man dauerhaft eine Regierung bleiben will, darf er bei der Wahl des Koalitionspartners nicht zu wählerisch sein. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Das war schon immer ein gutes Überlebensmotto. Und um mehr geht es in der Politik inzwischen gar nicht mehr. Unsere Parteien kämpfen nur noch um das eigene Überleben. Mit wem man da koaliert? Ich bitte Sie, Koalitionen sind vom Wähler gestiftete Zwangsehen. Da ist der politische Ehrenmord vorprogrammiert. Und die Wähler, die haben inzwischen begriffen, ja mein Gott, wenn wir nicht mehr mitbestimmen können, wohin der Zug fährt, ist doch auch völlig egal, wer im Führerhaus rumturnt. Auch der Ausgang der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern stieß auf nicht so viel Interesse wie die letzte Schambeinentzündung von Arjen Robben. In Meck-Pomm verwaltet eine große Koalition mehr schlecht als recht das Elend. Und da kann man ja fast schon wieder stolz sein, wenn dann immer noch 51% der Bevölkerung in so einem armen Land bereit sind, ihre kostbaren Schuhsohlen abzunutzen, um zu einer Wahl zu latschen, deren Ausgang ungefähr so spannend ist wie die Frage, was passiert, wenn ich ein rohes Ei vor eine Betonwand werfe. Gut, dass die FDP diesmal sogar unter 3% gelandet ist, war eine angenehme Überraschung, sagen wir es mal so. Aber solange diese liberale Rasselbande das Totenglöckchen als Weckruf interpretiert.
ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Die FDP ist schon so auf den Toten auferstanden, Unkraut vergeht nicht. Und in Ermangelung eines echten wichtigen Themas haben sich dann die Korrespondenten alle auf den Wiedereinzug der NPD in den Schweriner Landtag gestürzt. Ja, jetzt mal ganz unter uns. Wenn das einzige echte Problem ist, wo dringender Handlungsbedarf besteht, kann man diesem Bundesland doch nur gratulieren. Natürlich will keiner die NPD haben. Natürlich würde man die gerne morgen verbieten. Aber entschuldigen Sie bitte mal, Märtyrer zu schaffen, das war doch nie ein Erfolgsrezept. Wenn man Blödheit, Stumpfsinn und Rassismus verbieten könnte, wäre ich der Erste, der dabei wäre. Aber Sie können sowas nicht verbieten, Sie können nur dagegen ankämpfen. Und da gibt es durchaus hoffnungsvolle Signale, gerade aus MacBom. Schauen Sie mal, die NPD hat diesmal in Mecklenburg-Vorpommern einen sehr aufwendigen und kostspieligen Wahlkampf geführt. Die hat aggressiv Wahlkampf gemacht, in der Hoffnung, viele Stimmen dazu zu gewinnen. Eine geringe Wahlbeteiligung favorisiert immer die kleinen Parteien. Und trotz dieser günstigen Ausgangslage hat die NPD 10% ihrer Wähler verloren. Da kann man doch auch mal stolz sein. Ich bitte Sie, die Menschen sind völlig verunsichert. Die Menschen sind verunsichert durch Wirtschaftsschulden und Eurokrise. Ein Großteil lebt im Niedriglohnsektor mit Aussicht auf Altersarmut. Und alle spüren inzwischen die Ratlosigkeit der etablierten Parteien. Wenn dann die meisten eben doch nicht zu den braunen Rattenfängern überlaufen, ist das doch ein Ausdruck für die Stabilität unserer Demokratie. Wir werden damit leben müssen, dass es ein paar Prozent unverbesserlich in diesem Land gibt. Um dieses unappetitliche braune Gesocks dauerhaft unter 5% zu drücken, sehe ich nur einen Weg. Aber wer von uns traut sich zu, Westerwelle, Rösler und Brüderle zu überreden, in die NPD einzutreten, meine Damen und Herren? Wir treten jetzt in die bunte Welt einer Kollegin aus Österreich. Nadja Malé ist die vielleicht wandlungsfähigste Kollegin, die Sie bei der Klangkunstbühne kennenlernen können. Sie kann fantastisch singen und sie kann ohne Kostüm und Requisiten blitzschnell von einem Charakter in den anderen wechseln. Das hat ihr schon verschiedene Kleinkunstpreise eingebracht, unter anderem den ersten Platz beim Paulana Solo oder zuletzt 2010 den Kabarettförderpreis in Österreich. Heute ist sie hier bei uns. Begrüßen Sie bitte Nadja Malé. Dankeschön. 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 Ja, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nadja Malé und ich habe ein Gehirn. Das ist das Organ, mit dem wir Österreicher denken, dass wir denken. Ich darf das, ich bin Österreicherin. Ich denke, also bin ich und ich denke, ich bin ich. Aber ich bin nicht ich, ich bin viele. Und die wollen alle raus. Ich habe nicht eine, ich habe unzählige innere Stimmen in meinem Kopf und die wollen raus. Das ist so wie eine Art Kopfradio in meinem Kopf. Und da zappt es und ich kann es nicht kontrollieren. Die wollen raus. Ich stehe irgendwo, ganz normal. Ich stehe irgendwo ganz normal und auf einmal priviert. Das ist russisches Hallo. Ich heiße wie der größte Fluss Europas, nur ohne W. Olga. Ich bin Russe mit Haut und Haare. Ich zeige das ganz offen mit viel Haut. Und mit noch viel mehr Haare. In Europa, man hat ein komisches Bild von Russland, das ist falsch. Russland ist das beste Land der Welt. Weltberühmt, die russischen Frauen. Winter sind kalt, Frauen sind heiß. Man sagt, die erste Frau der Welt, Eva. Sie muss gewesen sein, eine Russin. Weil nur eine Russin ist in der Lage, sich nackt und mit einer halben Apfel in der Hand vorzustellen, sie ist im Paradies. Sie sehen, so ist es in meinem Kopf. Furchtbar. Entschuldigung, wo waren wir?
Wo waren wir stehen? Beim Denken, genau, beim Denken waren wir stehen. Denken Sie auch manchmal nach, was andere über Sie denken? Was denken Sie, was haben Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Ich unterbreche mein Kopfradio für eine österreichische Werbeeinschaltung. Grüß ein Kleitl, kommt's nach Tirol. Entdeckt eure innere Kernkompetenz. Im Sommer barfuß aufwerfen, kein Wendel, das musst du spüren. Im Winter mit die Skier, aber auf dem Buckel aufwerfen, kein Wendel, das musst du spüren. Und im Herbst mit dem Zug nach Innsbruck, das spürst du auch. Abenteuerbauer, echt stark, stolz, natürlich Tirol. Ja. Klettern, Canyoning, Kiffen. Ja, wie schafft man das alles? Mit der Tiroler Milch. Von der heiligen Tiroler Kuh. Weil was können Tiroler Kühe unsterben, trotzdem nicht ins Gras beißen? Ja, sicher. Hört's auf Tirol. Ups. Ja. Das ist schon ein bisschen beängstigend auch. Apropos Angst, haben Sie gewusst, es gibt über 500 Arten von Angststörungen, von Phobien? Ja, allseits bekannt die Klaustrophobie, die Angst vor verschlossenen, engen Räumen. Weniger bekannt die Austrophobie, die Angst vor verschlossenen, engstirnigen Österreichern. Bedenken Sie, Andersdenkende, die denken auch. Aber einfach nur anders. Und ich persönlich, ich denke, Namaste, ladies and gentlemen. Namaste. My name is Mandala. I come from India. And I'm here to bring you the great spirit of India. India, people. Come to India. If you want to be free, come to India. If you want to be happy, come to India. If you want to get malaria. People, in these very difficult times, I often think of my grandmother. She was very wise, my grandmother Ganga. And my grandmother Ganga, she always said to me, Mandala, she said to me, Mandala, time is hard, life is small, take it easy, fuck it all. How wise. My grandmother Ganga, she also always said to me, Mandala, she said to me, Mandala, go tell the world, even if your name is not Angelina or Brad Pitt, you have to come to India and adopt a kid. So people come to India, help us and adopt a kid. Cause you people must think about the kids. Cause you must think about the kids. You must adopt a kid, or two, or three. You must think about it. Adopt a kid. Adopt a kid. A kid from India. A kid from India. A Mumbai baby, maybe. A Mumbai baby, maybe. Take a plane to India. Take a train to India. Take a train. Or take a train. Or take a plane. You must
Rast. Namaste. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Nadja Malé. Dankeschön. Was für eine Vielfalt, was für ein Abwechslungsreichtum, meine Damen und Herren. Das würde man sich oft mal wünschen, auch für die politischen Themen, mit denen sich unser einer beschäftigen muss. Aber seit Jahren ist da immer dasselbe. Das heißt, es ist so viel los, aber es ist da immer dasselbe. Seit Jahren Schuldenkrise, Eurokrise, Finanzkrise, Arbeitslosigkeit, ne? Und FDP. Ja, immer FDP. Ne? Wobei, bei der FDP zumindest muss man sich im Augenblick ein bisschen umstellen. Diesen Westerwelle konnte man ja noch richtig hassen. Und den Rösel, den möchte man immer in den Arm nehmen, den kann man doch nicht hassen. Unser frisch, aber leider nicht ganz durchgebackene Vizekanzler. Den möchte man immer trösten. Komm, Junge, ist alles nicht so schlimm. Das wird noch, du wächst noch. Oder was man so sagt in so einer Situation. Aber ansonsten, in der ganzen Misere, das Einzige, was wirkt, wo sie sich wirklich immer wieder was Neues einfallen lassen, sind ja diese biologischen Epidemien, mit denen sie versuchen, uns auszurotten. Da haben sie ja Einfallsreichtum. Wissen Sie noch genau, in welcher Reihenfolge wir jetzt schon an Rinderwahnsinn, an Vogelgrippe, an Schweinegrippe, an Dioxineiern und Ähnlichem zugrunde gegangen sind? Jetzt haben sie ja diesen Sommer wieder was ganz Neues, das hat man noch gar nicht. EHEC. Nein, das ist nicht der neue europäische Rettungsschirm. Der heißt EFSF. Das heißt, europäische Finanzhilfen scheitern fürchterlich. EHEC stand für EHEC. Jetzt haben sie es wieder, ne? EHEC, das ist Ehe mit C, also christlichem C daran. Spanische Gurken lösten den islamistischen Terrorismus von der Top-Position der Bedrohung ab. Und wie das bei uns mit der Sippenhaft so ist, insgesamt wurde Gemüse völlig unverkaufbar. Ja? Und da stellte sich am Schluss raus, es waren doch nur die Sprossen. Nur die Sprossen waren gefährlich. Und wo kamen die her? Aus Ägypten, arabische Sprossen, meine Damen und Herren. Da habe ich wieder auf die Schlagzeile gewartet, Bioterror durch Al-Qaida. Ich fand es allerdings sehr schön, dass diese EHEC-Bakterien ja offenbar in Rinderdärmen entstehen und diesmal vor allem die Vegetarier betroffen waren. Da hat sich die Fleischlobby doch mal was einfallen lassen. Auch der Vegetarier hat ein Recht auf Nahrungsmittelpanik. Ich finde es immer völlig erstaunlich, worüber die Menschen hier in Panik geraten und worüber sich kein Mensch aufregt. Stellen Sie mal folgendes Szenario vor. Stellen Sie mal vor, in deutschen Imbissbuden würden sich jedes Jahr 500.000 bis 600.000 Menschen mit einem gefährlichen Keim infizieren und davon würden bis zu 15.000 Menschen jedes Jahr sterben. Da wäre doch hier Panik angesagt, oder? Das Gesundheitsministerium würde vor dem Besuch von Imbissbuden warnen und die Boulevardpresse würde sich überschlagen, ne? Der Vampir-Imbiss mit den Killerbuletten. Jeden Tag würden die größten Fritteusen, Ferkel und Frikadellenschweine an den Pranger gestellt. Zum Glück kann sowas ja gar nicht passieren, weil es gibt Hygienevorschriften für Imbisse in Deutschland. Und da müssen sie auch dran halten, weil das wird kontrolliert von staatlichen Kontrolleuren. Das würde doch eine Bevölkerung wie die Deutsche niemals akzeptieren, wenn es eine öffentliche Einrichtung gäbe, in der sich jedes Jahr bis zu 600.000 Menschen mit einem Erreger infizieren, an dem bis zu 15.000 Menschen sterben. Das würden wir doch nicht akzeptieren, oder? Oder doch? Es kommt vielleicht auf die öffentliche Einrichtung an. Um Sie mal kurz zu beunruhigen. Es gibt so eine öffentliche Einrichtung. Und nein, es sind nicht die Bahnhofstoiletten. Und auch nicht die Hinterzimmer der Fixerstuben, es sind die deutschen Krankenhäuser. In deutschen Krankenhäusern infizieren sich jedes Jahr bis zu 600.000 Patienten mit Keimen, die es nur in Krankenhäusern gibt. Deshalb muss man ja extra dahin. Und bis zu 15.000 sterben daran. Und das Phänomen ist auch seit Jahren bekannt. Das ist alles nichts Neues. Insider haben schon immer gescherzt, dass es sich unter Infektionsrisikogesichtspunkten gesehen sehr viel sinnvoller ist, sich auf einer Waldlichtung operieren zu lassen, als in einem OP. Aber
Trotzdem kommt hier keine Panik auf. Entschuldigen Sie bitte mal, wir reden über 40 Tote am Tag. 40 Tote am Tag durch Keime, deren Ursprung und Brutstätten im Robert-Koch-Institut sehr gut bekannt sind. Da müsste doch das Gesundheitsministerium mal warnen, oder? Nein, nein, umgekehrt wäre es gelaufen. Ne? Hätten die Gurken- und Sprossenverkäufer weiße Kittel getragen und einen Doktortitel gehabt, dann hätten die keine Absatzprobleme gekannt, meine Damen und Herren. Und obwohl in vielen Studien seit Jahren immer wieder bewiesen worden ist, dass sich ein Großteil dieser Infektionen in den Krankenhäusern verhindern ließe, wenn die Ärzte sich an minimalste Hygienevorschriften halten würden, zum Beispiel das Händewaschen nach jedem Patientenkontakt, kommt bei uns keine Panik in der Presse auf. Es gibt keine Artikel über das Chefarztferkel von der Todesstation oder die Killervisite vom Handwaschmuffel. Aber jetzt wird die Regierung aktiv. Haben Sie es bemerkt? Im Schatten der Ehekrise, ganz geschickt platziert auf dem Höhepunkt der Ehekrise, hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der soll die Krankenhäuser jetzt zwingen, einfachste hygienische Regeln einzuhalten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Die müssen diesen Ärzten per Gesetz vorschreiben, sich an einfachste hygienische Regeln in Krankenhäusern zu halten. Und das, wo diese Ärzte seit Jahren rumjammern, dass die Versorgung der Patienten nur sichergestellt werden kann, wenn ihre Honorare erhöht werden. Also ich schlage eine Handwaschprämie für Ärzte vor, mit einem Chefarztzuschlag, meine Damen und Herren. Von EHEC kommen wir jetzt zu GSBQ. Das ist jetzt keine neue Krankheit. Nein, das ist das Glas-Blas-Sing-Quintett. Und die Bühne ist schon vorbereitet. Meine Damen und Herren, was soll ich mir die Mühe machen, Ihnen etwas zu beschreiben, was man wirklich gesehen und gehört haben muss? So viel nur eins vorab. Diese jungen Menschen geben vielen potenziellen Leistungsträgern in diesem Land Hoffnung, weil sie beweisen, dass man auch Flaschen sinnvoll einsetzen kann. Ihr Programm heißt konsequenterweise Keine Macht den Dosen und heute sind Sie hier, das Glas-Blas-Sing-Quintett. Ja, hallo, wir sind das Glas-Blas-Sing-Quintett aus Berlin. Wir spielen nun für euch Liedgut auf Leergut. Rot-Grün beginnt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, die Flasche ist nicht nur ein talentiertes Blasinstrument, man kann sie auch als Percussion-Instrument einsetzen. Möhre dort drüben erzählt euch mehr darüber. Genau, weiter geht es mit diesem für unsere Verhältnisse doch recht überdimensionierten Instrument. Es handelt sich um die Wasserspender Bassdrum. Eigentlich sollte sie schon viel früher zum Einsatz kommen, aber wir haben es leider erst jetzt geschafft, die auszutrinken. Und sie hat auch noch einen Kumpel mitgebracht. Die Wasserspender Djembe. To go.
Und zusammen klingen die beiden so. I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a ball and drum. Rook-a-dook, dook, 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 dook. My heart is beating like a ball. My heart is beating like a ball drum. Rook-a-dook, dook, 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 dook. My heart is beating like a ball drum. Schon wieder für heute Abend hier. Meine Gäste heute Abend, Philipp Schari. Nadja Malé. Und das Glas Glas Singquartett.
Lars ist gut.